Wenn man über Parteien und Politik redet, sollte man vielleicht nicht nur über Parteien und Politik reden, sondern über die Gesellschaft. Und wir werden feststellen, dass wir heute anders in der Gesellschaft leben, als das vielleicht vor einer oder anderthalb Generationen noch der Fall war. Und das ist das wahre Problem, nicht die Jugend, sondern dass wir sozial ungleiche Demokratie hier allmählich sich wirklich stabilisiert. Und da müssen die Parteien dran, da müssen wir alle dran. Das, was wirklich nicht auszuhalten ist, ist, dass in einem der reichsten Länder der Welt gerade die politische Beteiligung derjenigen im untersten Drittel komplett unterproportional ist. Das halte ich für das gravierendste Thema, an dem wir arbeiten müssen. Meine Wahrnehmung ist, viele Leute haben Bock auf Politik. Ich organisiere regelmäßig große Demonstrationen oder auch kleine Protestaktionen und da kommen immer unglaublich viele junge Leute, auch ältere, aber auch viele junge. Und ja, da könnten die Parteien mehr machen. Wer wählt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch alternativ unterwegs und wer nicht wählt, ist apathisch. Also wir haben eine Zweiteilung der Gesellschaft in Hochaktive, die alle Partizipationsformen, die es gibt, ausnutzen und einen anderen Teil, der gar nichts mehr tut. Wenn ich die Demokratie stärken will, dann muss ich so wahnsinnig viel demokratische Erlebnisse wie möglich schaffen, dass ich überhaupt merke, die Demokratie existiert. Demokratie ist unsichtbar, es sei denn, wir wenden sie an. Wie können wir sicherstellen, dass wenn wir mehr Demokratie und mehr Partizipation leben, diese Partizipation auch etwas ist, was dazu führt, dass Leute sich mehr damit auseinandersetzen, über was sie eigentlich abstimmen? Zu sagen, mehr Demokratie substituiert unsere demokratischen Instanzen, das darf in diesem Saal nicht so stehen bleiben. Es ist wichtig, den öffentlichen Raum als solchen hochzuhalten, als Streitraum, auch als kontroversen Raum. Das Problem des Populismus ist doch, dass wir eben keine Artikulationsinstrumente haben, außer eine Partei zu gründen auf Bundesebene. Und dann passiert es eben, dann rauscht man mit einer dicken Emotion ins Parlament und treibt 5 Jahre sein Unwesen. Ich würde nicht sagen, dass die Demokratie unbedingt dann besser läuft oder gerettet ist, wenn die alten Volksparteien auf jeden Fall stark werden. Warum denn? Also ich finde, es ist doch kein Selbstzweck, dass man ein altes Plakat irgendwie dann hochhält. Die Frage ist ja, was steckt drin? Die Frage der Unterscheidbarkeit ist schon eine sehr komplexe Frage. Wer soll sich eigentlich unterscheiden? Also die Parteien unterscheiden sich schon. Die Politiken unterscheiden sich weniger. Und das ist natürlich eine außerordentliche Spannung.